Und des deutschen Volksliedes. 21 Uhr, Themen heute. Wie Eichmann das Trinkwasser vergiften wollte. Was bringt die Umbenennung der BRD in Bundesrepublik Europa? Der deutsche Schäferhund, ein Mitläufer oder Täter? Um 21 Uhr folgt dann das Schächten für den Hausgebrauch. Praktische Tipps und Anleitungen von Rabbi Shlomo Flaumbaum und Ulla Hussein. Um 22.15 Uhr dann der Spielfilm In Jenseits herrscht Gemütlichkeit. Mathilde Hansen will auch mit 92 Jahren noch nicht sterben. Egoistisch beharrt sie weiter auf den ungeteilten Verzehr ihrer Rente. Doch ihr neuer Nachbar, der junge, dynamische Oberflüsterer Alimente bringt die Seniorin auf den Pfad der Einsicht und auf den letzten Weg. Werte Anwesende, wir wollen alle wissen oder hoffen, dass eine solche Fernsehsendung in Deutschland niemals erscheint. Aber wenn wir uns natürlich die etablierte Politik weiter anschauen, dann ist das gar nicht mehr so zu nah. Dann sind wir nämlich ganz groß auf den Weg. Und ich frage mich immer wieder, oder die Reporter, die fragen, warum ihr die Ausländerpolitik hier so in Mitteldeutschland betreibt, warum sind wir erfolgreich in Sachsen, in Mecklenburg-Vorpommern, warum werden wir morgen erfolgreich hier in Sachsen-Anhalt sein? Ja, gerade in Sachsen-Anhalt, dem Land der Frühaufsteher, wo die Menschen Tag für Tag oder Woche für Woche in den Westen fahren, da können sie nämlich nie Erfahrungen sammeln und können sehen, dass sie das niemals wollen. Denn hätten die in Frankfurt am Main, hätten die in Hamburg vor 30, 40 Jahren NPD gewählt, dann wären diese Städte nicht überfremdet und überschwemmt mit den Ausländern, dann hätten dort auch Deutsche noch eine Zukunft. Und die Geschichten, die man heute erzählen will, Ausländer wären dann eine Bereicherung für Deutschland, ein Vorteil, denn die Deutschen würden keine Kinder mehr bekommen. Ja, werte Anwesende, das ist doch alles Unsinn. Die Deutschen sind trotz der Programme, die Millionen kosten, für Schwule und Lesben in diesem Land, sie sind nicht alle schwul und lesbisch geworden. Sie können sich eben nur keine Kinder mehr leisten. Natürlich wollen die jungen Deutschen Kinder haben. Aber wie können sie denn Kinder haben, wenn sie arbeitslos sind? Mein Jahrgang, mein Vater konnte als Kraftfahrer noch mich ernähren, meine Mutter ernähren und nebenbei ein Reihenhäuschen bauen als Alleinverdiener. Welcher Mann kann heute als Alleinverdiener eine Familie ernähren? Da müsst ihr beide arbeiten gehen, um überhaupt die monatlichen Raten oder die Miete bezahlen zu können. Wie will man denn heute 3 oder 4 Kinder haben, dann ein Häuschen bauen und dann noch eine Zukunft aufzeigen? Das funktioniert doch alles nicht mehr in diesem Land. Und daher müssen wir die Politiker abstrafen, die aus diesem Land das gemacht haben, was wir heute vorfinden, nämlich ein Land, was ausschließlich kapitalistischen Profitinteressen unterworfen ist und längst nicht mehr den Interessen des eigenen Volkes. Und wenn sich diese Einstellung in der Politik wieder ändert, dass ich nicht in der Politik hierfür arbeite, wir leisten alle, jeder Bürgermeister, jeder Kommunalbedienstete, jeder Politiker einen Eid, den Schaden vom deutschen Volk zu wenden und den Nutzen zu mehren. Und damit ist nicht der Nutzen der eigenen Brieftasche gemeint, sondern der Nutzen des deutschen Volkes. Und werte Freunde, wie werden Sie eines Tages vor den Kali ziehen? Die werden sich dafür verantworten müssen, ob Sie dem deutschen Volke geschadet haben und ob Sie Ali genutzt haben oder dem deutschen Volke genutzt haben, werte Freunde. Eine Politik betreiben, damit Deutschland sich nicht abschafft und dass der deutsche Lebensbaum kippt und dass immer weniger Kinder da sind.
Das ist ja nichts Neues. Das habe ich vor 40 Jahren schon in der Schule gehört. Da wurde davor gewarnt. Die einzige Antwort, die die etablierten Politiker darauf gehabt hatten, waren Ausländer nach Deutschland zu holen. Und Holger Apfel hat es ja heute vorgetragen, was unsere Antwort darauf ist. Nämlich 500 Euro Kindergeld für jedes deutsche Kind, 1000 Euro Mutterschaftsgeld für jede deutsche Mutter. Für jede deutsche Mutter, die ein weiteres Kind erzieht, kommt 400 Euro dazu. Und dann, werte Freunde, muss eine Familie nicht zum Sozialamt gehen, wenn sie deutsche Kinder hat. Das ist doch die Voraussetzung. Wir haben ja heute im Jahre 2008 in Deutschland nur noch 654.000 Geburten gehabt. Davon 156.000 Kinder ausländischer Herkunft. Also gerade mal noch eine halbe Million deutsche Kinder. Im Jahr 1964 war der geburtsstärkste Jahrgang in Deutschland. Dort hatten wir also in Mitteldeutschland, in der ehemaligen DDR und in der Bundesrepublik, zumindest in diesen beiden Teilen, 1.658.000 Kinder. Also mehr als dreimal so viel deutsche Kinder, als wir im Jahre 2008 gehabt hatten. Das waren Zeiten der Vollbeschäftigung. Das waren die Zeiten, wo in Deutschland der Arbeiter noch so viel verdient hat, dass er seine Familie ernähren konnte. Und was bedeutet das, wenn wir jetzt in die Familie investieren würden, indem wir sagen, wir geben euch so viel, dass ihr auch eine Familie gründen könnt? Das bedeutet, wenn wir dreimal so viele Kinder haben, brauchen wir dreimal so viel Kinderkleidung, dreimal so viel Babynahrung, dreimal so viel Spielzeug, dreimal so viel Kindergärtenplätze, dreimal so viel Schulen, dreimal so viele Universitäten. Wir haben Arbeitsplätze, eine Zukunft en masse. Und jeder Deutsche, der dort eine Arbeit findet, der fällt natürlich aus dem sozialen Hängematte heraus, wo wir heute Milliarden für Milliarden für Menschen zahlen, die in diesem Land nie wieder eine Arbeit haben werden. Das ist doch die Perspektive. Die wollen uns doch nicht allenfalls erzählen, wenn die etablierte Politik so weitergeht, dass es noch eine Perspektive gibt. Da gibt es die Perspektive, irgendwo Leiharbeiter zu sein, wo die Leiharbeitsfirma das dicke Geld in die eigene Hosentasche steckt und man für einen armen Geld dort arbeiten muss, damit man überhaupt einen Job hat. Das ist doch Ausbeutung pur, was heute in diesem Land getrieben wird. Und daher sollte man sich ernsthaft überlegen, auch für diejenigen, die zum ersten Mal auf einer NPD-Veranstaltung sind, ob sie nicht wirklich in der Lage sind und willens sind, endlich den etablierten Parteien die nötige Quittung zu geben, die sie verdient haben. Und das Kreuz bei der NPD zu machen, ist eben die Höchststrafe für die Altparteien. Ich denke, dass Herr Büschel es auf den Punkt gebracht hat. Wir sind ein kleiner Haufen. Ja, aber was bewegen wir? Wenn die NPD was sagt, wenn wir jetzt kurz davor stehen, den nächsten Landtag einzuziehen, ja, vom Vorsitzenden des Zentralrats der Juden, dem Herrn Graumann, über euren ehemaligen LVA-Hauptmann, der jetzt hier Innenminister in Sachsen-Anhalt ist, bis hin zum Vorsitzenden des Innenausschusses der SPD, den Herrn Sebastian Edati, bis dahin kommen alle überein, die NPD muss wieder verboten werden. Kein einziger kommt von denen auf die Idee, sich mit uns inhaltlich oder argumentativ auseinanderzusetzen. Das können sie natürlich auch nicht. Denn wo kämen wir denn dahin, wenn in Deutschland Fernsehdebatten stattfinden würden und dort Udo Pastörs, Holger Apfel, Matthias Heider oder ich dazu eingeladen würden und wenn wir dort unsere Argumente vortragen, zum Beispiel zur Gesundheitsreform. Wir würden dann ganz einfach sagen, ja, es ist doch lächerlich, dass man heute 10 Euro Eintritt beim Arzt bezahlen muss. Es ist ein Unding, dass ein Mensch, der 30 Jahre an Medikamente
gewohnt ist, in der Apotheke erfahren muss, er darf dieses Medikament nicht mehr nehmen, weil es zu teuer ist. Man verordnet ihm ein anderes. Und wenn er das alte haben will, muss er das selber bezahlen. Und um die Zuzahlung zu berechnen, muss er seine Krankenkasse fragen. Und die Krankenkasse, die gerade die Beiträge erhöht hat, die sagt dann noch, dafür, dass wir das den Differenzbetrag berechnen müssen, stellen wir dir auch noch mal eine Rechnung als Bearbeitungsgebühr. Wir leben da in einer Zeit, wo wir ausgenommen und ausgebeutet werden, die jede Reform bringt zum Ergebnis mit. Es wird alles teurer und die Leistungen werden schlechter. Das ist doch die Realität in diesem Land. Wollen Sie sich damit abfinden? Wollen Sie, dass es so weitergeht oder wollen Sie etwas ändern? Und wir können daran was ändern, denn in Deutschland ist immer noch genügend Geld da, wenn es endlich für Deutsche ausgegeben wird. Und ich will das einmal an dem Beispiel der Krankenkassen klar machen, dass auch dort noch genügend Geld da ist. Denn wir haben ein deutsch-türkisches, wir haben ein deutsch-marokkanisches, wir haben ein deutsch-tunesisches Sozialhilfeabkommen. Und diese Sozialhilfeabkommen besagen, dass wir die ausländischen Mitbürger aus diesen Ländern, die in Deutschland sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind oder versichert sind, die müssen ja gar nicht beschäftigt sein, die können auch arbeitslos sein, die kriegen trotzdem eine Krankenkasse. Nicht nur wie bei uns Deutschen. Die Kinder der Ehefrau mitversichert sind, nein, es sind auch die mitversichert, die im Ausland leben und nicht nur Kinder und Ehefrau, sondern auch Eltern. Vater und Mutter sind mitversichert. Wo gibt es denn sowas? Welche Möglichkeiten haben wir denn da als Deutsche, solche Möglichkeiten auch einzufassen? Und wenn wir alle wissen, wer mal 60 Jahre alt ist und so ins Alter kommt, 50, 60 Jahre, da fangen die Zipperlein an. Die gehen eben ins Ankara, in Agadir oder sonst wo ins Krankenhaus und lassen sich auf unserer AOK-Karte behandeln. Und wenn wir dort in der Fernsehdiskussion, um darauf zurückzukommen, dann einmal sagen, ja, wenn in Deutschland nicht mehr genügend Geld für Deutsche da ist, dann kündigt halt das deutsch-türkische, das deutsch-marokkanische, das deutsch-tunesische Sozialaufkommen auf, denn in Deutschland ist genügend Geld für Deutsche da. Dann kann man mit dem Gesundheitsminister diskutieren, dann kann dann vielleicht irgendjemand fragen in dieser Runde als Moderator oder Moderatorin, ja, stimmt denn das, was die NPD gesagt hat? Ja, und dann ist Sendepause und Millionen Zuhörer würden sagen, ja Mensch, wir haben doch endlich mal eine Forderung aufgestellt. Das wussten wir ja noch gar nicht. Und das ist eben auch genau der Grund, warum wir nicht in die Fernsehdebatten kommen, weil sie Angst davor haben, dass wir immer mehr Dinge offenlegen, die dieses Land, dass diese Bevölkerung eigentlich nicht weiß. Und das ist aber unsere Aufgabe, das ist unsere Aufgabe als nationale Opposition, den Daumen in die offenen Wunden der Etablierten zu legen. So lange, bis sie schreien vor Schmerzen, so lange, bis dieses System endlich den Weg geht, dieses System der Bundesrepublik Deutschland als Besatzerstaat der westlichen Alliierten, den die DDR als Besatzerstaat der Sowjetunion vorausgegangen ist, nämlich in das Buch der Geschichte. Arbeiten wir darauf hin, auf Freiheit, werte Freunde. Wir müssen eigentlich die Freiheitspartei sein. Es ist ja nicht nur, dass man so viel Angst vor der NPD hat, dass man uns tagtäglich mit Verboten bekämpft. Das fängt an mit Versammlungsverboten, Redeverboten, Hotelverboten, Berufsverboten. Wir wissen alle, was wir tagtäglich an Verboten ertragen müssen, die den Begriff Freiheit schon gar nicht mehr wert sind. Aber das sind die direkt messbaren Werte. Aber unter Freiheit gehört natürlich auch die Freiheit, sich sein Leben, seine Zukunft gestalten zu können. Und dazu gehört nicht, dass die Zukunft ist, dass ich von Hartz IV eines Tages tatsächlich zum Hartz VII-Empfänger werde, sondern Freiheit ist, dass ich in diesem Land
Arbeit finde, eine Zukunft habe, eine Familie gründen kann und dieser Familie